So, herzlich willkommen bei Polizei Simulator 2010. Ich stelle euch das Spiel einmal kurz vor und gewähre euch einen Einblick in das wunderbare, tolle Simulationsgame. Und zur Einführung zeige ich euch gleich erstmal eure Wache. Das ist die Standardwache Nummer 1. Jo, hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, Personal einzustellen, Fahrzeuge zu kaufen, Dienstpläne zu erstellen, ist natürlich auch wichtig. Hier seht ihr 30 Polizisten von 30 könnt ihr einstellen noch, also das war jetzt bei mir 0. Ja, ECK, Sondereinsatzkommando, Helikoptermenschen könnt ihr auch natürlich einstellen. Dann geht ihr halt unter Dienstpläne, könnt ihr eure ganze Pläne erstellen, wie das Fahrzeug fahren soll. Ich habe natürlich schon vorgearbeitet. Jo, Fahrzeuge könnt ihr natürlich auch kaufen. Dazu müsst ihr einfach hier unten auf dieses Plus drücken. Da habt ihr dann sogar eine City Rover Streifenwagen von Smart oder ein VW Beetle. Auch sehr interessant, aber zwecklos. So, dann könnt ihr hier schauen, wie eure Kriminalrate ist. Wenn es grün ist, ist natürlich top. Wenn es gelb ist oder rot ist, ist es nicht so toll. Sollte schon echt im grünen Bereich sein, so schön wie man sagt. So, gehen wir auf normale Ansicht wieder. Achtet bitte darauf, wenn ihr einen Einsatz bekommt, dass ihr schnell vor Ort seid. Sonst ist eure Person weg und ihr müsst dann wieder die Spurensicherung anfordern, etc. pp. Dienst aufgenommen. So, genau. Wenn ihr den Dienst automatisch gewählt habt, werden die Leute automatisch ausgetauscht beim nächsten Schichtwechsel. Sprich, wenn sie K.O. oder müde sind, dann kommen neue Leute zum Einsatz und übernehmen die Schicht. Ja, natürlich könnt ihr auch Personal zu Fuß losschicken, die Personenkontrollen durchführen oder sonstiges. Ich bin erschöpft. Aber ist nicht so sinnvoll. Ich persönlich mache es nicht. Ja. Aufgenommen. Das Spiel ähnelt irgendwie Google Earth mit Animation, da die Bilder relativ so aussehen, als ob die von Google Earth stammen, beziehungsweise irgendwo. Ja. Dienst aufgenommen. Auftrag beendet. Kehre zum Polizeirevier zurück. Hier seht ihr die ganzen Streifen. Die könnt ihr hier auch übrigens sehen, dass die ganzen Streifen unterwegs sind und wo verteilt. Und wenn man mal genau achtet, wenn eine Streife vorbeifährt, zum Beispiel da, jetzt ist es gelb geworden, von hell auf gelb. Damit könnt ihr das sehen. Jetzt vielleicht haben wir Glück, es wird sogar fast grün. Nee, doch noch nicht. Aber das Spiel, eine super Simulation für jeden, der. Wurde gemeldet. Im Wohnviertel. So, unser erster Einsatz beginnt hier. Wir haben es gerade gesehen, rechts waren schon die Polizeieinsatzkräfte vor Ort. Das ist die Polizeistation, 717 Meter entfernt. Wir nehmen aber jetzt ein Fahrzeug. Einfach draufklicken, unten zum Einsatz schicken. So, da ein Raubüberfall ist, nehmen wir mal zwei Leute mit. Verstanden. Wie die Täter so ticken. So, das Ganze spulen wir ein bisschen vor. Einsatzort erreicht. Der Verdächtige wurde geschnappt. Raubüberfall wurde gemeldet. Ja, wir haben natürlich jetzt noch einen Raubüberfall, aber ich wollte euch das Spiel einfach nochmal kurz demonstrieren. Verstanden. Wir sind unterwegs. Es ist eigentlich schon ein tolles Spiel. Einsatzort erreicht. Die Verstärkung ist unterwegs. Einsatzort erreicht. Der Verdächtige wurde geschnappt. Hier obere Ansicht können wir nämlich zum Beispiel gar nicht sehen, den Täter. Da sehen wir jetzt mal ein Fahrzeug, aber nicht die ganzen Zubeschriftungen etc. So, natürlich habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Bereiche einzusetzen, alles zu koordinieren, um einfach festzustellen, naja, vielleicht werde ich mal Dienstleiter auf einer Polizeiwache oder so. Aber auf jeden Fall macht es Spaß. Hier kann man sehen, Kriminalstatistik, wie das war. Autodiebstahl, Einbruchdiebstahl, Messerstecherei, Drogenhandel, Schmuggel. Das Ganze hatte ich auch noch nicht. Wie man sieht, ich habe ziemlich viele Raubüberfälle, Messerstecherei und Mord. Aber die ganzen anderen Sachen kommen später. Ab der dritten Woche bekommt man erstmal die weiteren Polizeistationen frei. Also dauert ein bisschen, ihr müsst ein bisschen Geduld haben. Aber ansonsten wünsche ich euch viel Spaß.
take you to an island of the sweet cold breeze. You don't feel like drive, well baby hand me the keys. And I will take you to a place and set your mind at ease. Don't you tickle my foot bottom, baby please. Don't you play with my nose cause I'm a hachoon sneeze. Well you are the bun and me are the cheese. And if I'm me are the rice, well baby love you the peas. I'm bombastic, really fantastic.